Der ganze Parteivorstand ist der festen Überzeugung, dass das Abschalten der Atomkraftwerke ein schwerer Fehler ist. Es ist ein schwerer Fehler, der Deutschland nachhaltig schaden wird. Das ist ein Abschalten, es ist ein sturer Beschluss gegen die Mehrheit der Bevölkerung und übrigens auch eine Mehrheit der Europäischen Union. Bayern übernimmt für den Atommüll, den er produziert hat, tatsächlich schon in Zwischenlagern, den Castoren, die Verantwortung. Wir reden über 3, 4, 5 Jahre länger. Wir reden nicht über 30, 40, 50 Jahre. Wir reden über 3, 4, 5 Jahre. Für den Bereich, sagen wir so, was wir ja bislang schon übernehmen, wäre das bisschen keine echte Herausforderung. Der Vorstoß aus Bayern findet bei uns deshalb viel Sympathie, weil ja auch die Alternative zur Kernenergie mehr in anderen Bundesländern eine Rolle spielt als in Bayern. Also schauen Sie sich nur die Planung für den Bau von Gaskraftwerken an, die praktisch ohne Bayern gemacht wird. Dies ist eben alles ein unfreundlicher Akt, nicht nur gegen die ganze Bundesrepublik Deutschland, gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung, sondern es ist ein besonders unfreundlicher Akt gegen den Freistaat Bayern, im Grunde genommen gegen den gesamten Süden der Bundesrepublik Deutschland, auch gegen Baden-Württemberg. Und deswegen sind für uns alle denkbaren Alternativen zur besseren Energieversorgung diskussionsfähig, auch dieser Vorschlag aus Bayern. Der Energiemix in der Europäischen Union ist klare Mitgliedstaatenkompetenz, also wie sie ihren Energiemix zusammensetzen. Gesamteuropäisch gesehen wissen wir, dass unser Energiemix für die Zukunft darin besteht, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist die Richtung, in die alle gehen. Und dazu brauchen wir eine Baseload, eine Grundlast. Und die Grundlast ist entweder Gas oder Atomkraft. Und bei dem Blick auf Gas wissen wir, dass wir unter den Zielen der Dekarbonisierung stark auf CCS und CCU setzen werden.